So, ich habe jetzt gerade zum ersten Mal mein neues Baby hier angemacht. Oh Gott, ich muss jetzt hier erstmal alles einstellen. Sprache Deutsch. Ja, weil ich habe jetzt schon das dritte Video geschnitten. Moment, ich drehe ich gerade mal um, voll unhöflich. Ich habe gerade das dritte oder vierte Video schon geschnitten. Also ich bin eigentlich ganz gut dabei. Das dritte oder vierte, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube sogar, das vierte speichert gerade ab. Das zweite lädt gerade in YouTube hoch. Also morgen kommt dann auf jeden Fall eins online. Ich habe gerade mal auf Snapchat erzählt, dass ich diesen Laptop geschenkt bekommen habe. Ich habe das alles noch gar nicht erzählt, weil ich ja so total irgendwie benebelt gewesen bin gestern. OS 10 enthält ein integriertes Bildschirmleseprogramm mit der Bezeichnung VoiceOver. Wenn Sie mit der Verwendung von VoiceOver vertraut sind, drücken Sie jetzt Befehlstaste F5, um es zu aktivieren und Ihren Mac zu konfigurieren. Falls Sie What? Anleitungen benötigen, Du hast um denn geredet VoiceOver mit für die mir? Konfiguration Ich habe Ihres Macs keine zu Ahnung, was es will. verwenden, drücken Sie jetzt Okay, ich muss jetzt mal Befehlstaste. zuhören. Ja, wollte nur kurz mal zeigen, dass ich den jetzt endlich mal einrichte. Wollte es eigentlich die nächsten Tage machen, nur das Problem ist, wir haben jetzt schon 11 Uhr. Ich muss morgen wieder ziemlich früh aufstehen für meinen Hauptjob. Und ich habe ja Montag, Dienstag, Mittwoch Haupt- und Nebenjob, also von 7 Uhr morgens bis 8 Uhr abends durchgehend. Und Donnerstag habe ich nur meinen Hauptjob und Freitag habe ich wieder Haupt- und Nebenjob. Jo. Und Samstag habe ich dann sozusagen meinen freien Tag, wo ich auf jeden Fall Videos drehen muss. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich habe meinen New York, Miami Hall immer noch nicht gedreht. Ich glaube, ich muss es dann Donnerstag nach der Arbeit machen oder so. Ich weiß es nicht. Und Sonntagnachmittag fahre ich ja schon nach Nürnberg mit meinem Onkel. Ja. Keine Ahnung. Ist gerade schon wieder alles sehr, sehr knapp. Aber kann ich nicht ändern. Ich muss ja. Geht ja nicht anders. So, ich richte das Ganze jetzt mal ein. Ich hoffe, ich komme damit zurecht. Ich bin ja. Ich hatte noch nie irgendwie Laptop oder ein PC von Apple, noch nie. Ich bin immer so Windows-System von den verschiedensten Marken. Also da habe ich schon alle möglichen Laptops gehabt. Aktuell habe ich ja einen von Sony. Das ist ja, der hier ist jetzt von Sony. Aber von Handys bin ich jetzt zum Beispiel total Apple gewöhnt. Also ich komme mit anderen Handys überhaupt nicht klar. Meine Schwester hatte jetzt zwischendurch ja einen Samsung gehabt, gehabt. Ja. Ich bin damit überhaupt nicht klar gekommen mit dem ganzen System. Also ich hoffe sehr, dass dadurch, dass ich jetzt die ganzen letzten Jahre immer ein iPhone hatte oder habe, dass ich damit irgendwie gut zurechtkomme oder mich schnell reinfinde, weil es ist schon ein Unterschied, wenn man verschiedene Betriebssysteme benutzt. Und ich finde das jetzt auch gut, dass ich eben einheitlich von Handy und Laptop und so weiter alles einheitlich. Über dieses MacBook freue ich mich so sehr. Also wirklich, ich kann es überhaupt nicht glauben, dass meine Mutter das wirklich gemacht hat. Die hat echt, also mal ihr Freund hat ja auch was dazu gegeben. Das ist ja von den beiden das Geschenk, aber hauptsächlich von meiner Mama. Und ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat, weil die hat so viel schon zum Urlaub dazugegeben. Ja, deswegen bin ich eigentlich regelrecht schockiert über dieses Geschenk. Und das ist eigentlich, ich habe schon echt ein schlechtes Gewissen. Ich habe zu ihr schon gesagt, ich will die nächsten Jahre nichts geschenkt haben. Ich will nichts zu Weihnachten haben und wirklich, weil das geht gar nicht. Das ist echt viel zu viel zu viel. Sie hat halt gemeint, ja, sie weiß, wie lange ich mir das schon gewünscht habe. Und ihr Freund oder ihr Verlobter hat sich den auch geholt, genau den gleichen. Und als wir genau einen Tag nach dem Urlaub nämlich bei denen waren, wir haben denen ja die Geschenke gebracht, die wir mitgebracht haben, hat er dann dieses Ding ausgepackt und mir so gezeigt und ich so, oh mein Gott, wie schön und mir war es so richtig so, oh, ich hätte echt jetzt am liebsten gepackt und mitgenommen, es war so toll. Die haben das alle gar nicht verstanden, meine Schwester, meine Mutter haben es überhaupt nicht nachvollziehen können. Aber zu dem Zeitpunkt hatte meine Mutter das schon für mich auch bestellt gehabt. Ja, weil ihr Freund hat so die ganze Zeit gesagt, oh, guck mal, wie toll das ist und wie schnell das alles ist und das ganze Betriebssystem und so. Der hat die ganze Zeit davon geschwärmt. Und dann hat meine Mutter so irgendwie so gecheckt, warum ich die ganze Zeit davon geschwärmt habe. Und dann hat sie gemeint, okay, Diamanta muss das auch haben. Also, ja, ich habe echt die beste Mama der Welt, ohne Scheiß jetzt. Und ich weiß es echt zu schätzen. Weil meine Mama hat keinen großartigen Job, dass ich sage, oh, sie ist Ärztin, sie kann das einfach mal aus dem Ärmel schütteln. Sondern sie arbeitet auch sehr, sehr hart und sehr, sehr viel schon ihr Leben lang. Die arbeitet echt genauso und sogar noch mehr als ich. Und ihr wisst, wie viel ich arbeite. Und deswegen, ich weiß das extrem zu schätzen. Also ich weiß es richtig, richtig, richtig zu schätzen. Ich bin da unheimlich dankbar für. Wirklich. Also,
deswegen, ich werde das Ganze jetzt mal hier in Ruhe einrichten und schauen, wie ich damit klarkomme. Und wenn ich nicht mit klarkomme, hat der liebe Thomas, der Verlobte von meiner Mama, schon gesagt, dass ich dann mal vorbeikommen soll und dass er mir dann ein bisschen was zeigt, weil er hat sich da schon total reingearbeitet und weiß schon total über alles Bescheid, weil das ist halt wirklich eine Umstellung, wirklich, dass man von den ganzen Windows-Geschichten dann halt wirklich auf Apple umsteigt. Das ist schon eine Umstellung. Aber ich hoffe, ich komme damit gut zurecht. Und in ungefähr einem Monat kriege ich ja auch mein iPhone 7. Das ist ja schon alles vorbestellt. Dauert halt noch ein bisschen, weil das iPhone 7 ist leicht zu bekommen, aber das iPhone 7 Plus, das, was ich bekomme, muss man halt immer vorbestellen. Hallihallo, guten Morgen. Naja, was heißt guten Morgen? Wir haben mittlerweile 11 Uhr. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg, weil ich in meiner Mittagspause einiges erledigen muss, schon seit Tagen einiges erledigen muss, aber einfach keine Zeit finde, dadurch, dass ich Haupt- und Nebenjob habe, heute auch, morgen auch. Genau. Also ich muss so simple Sachen machen wie einkaufen, ich muss mal zur Bank, keine Ahnung, so lauter Kleinigkeiten einfach, die aber schon ein bisschen Zeit kosten. Ich habe jetzt auch noch überhaupt gar nicht gefrühstückt, weil das, was es zu Hause gab, mich irgendwie nicht angelächelt hatte. Moment, ich richte euch gerade mal richtig ins Auto ein, dass ich mit euch reden kann. Oh Mann, es ist gar nicht so extrem kalt, aber irgendwie ist trotzdem alles so ein bisschen zugefrostelt. Mal schauen. Ah nee, es war nur Wasser. Okay, wie viel ist denn heute eigentlich? Oh, ich muss tanken auch noch. Das passt jetzt aber nicht in meinen Zeitplan. Das mache ich dann am besten nach der Arbeit. Bin ja gerade an der Tankstelle dann. Okay, los geht's. So. Ich glaube, ich gehe jetzt... Ich muss noch Katzen... Ich habe so ganz, ganz viele kleine Baustellen. Ich muss ein bisschen ein paar Sachen für die neue Waschmaschine holen, so Calgon-Tabs, bla bla bla. Ich habe das grundsätzlich auch schon immer verwendet, allerdings immer von günstigeren Marken. Und bei der neuen Waschmaschine, dadurch, dass die jetzt eben nett 100 Euro nur gekostet hat, möchte ich mal so diese richtigen Calgon-Tabs und so weiter verwenden. Genau. Ich muss zur Bank als allererstes. Das Blöde ist, die Bank, meine Bank, weil ich muss Einzahlungen machen, gibt es nur in der Stadtmitte und es lohnt sich überhaupt nicht, dahin zu fahren. Also es ist zwar in der Nähe relativ, aber da gibt es halt auch keine Parkplätze. Da müsste ich extra ins Parkhaus rein, also richtig bescheuert. Oder ich müsste in ein Zentrum fahren. Das Zentrum ist jetzt nicht so weit weg, also da fahre ich auch so 15 Minuten ungefähr. Da muss ich halt wenigstens keine Parkgeschichte zahlen und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Weil dort gibt es dann auch... relativ neben der Bank, also 2 Minuten von der Bank entfernt, auch direkt ein DM, wo ich unbedingt hin muss, weil da will ich dann diese ganzen Calgon-Sachen, wie gerade gesagt, holen. Ich brauche auch neues Waschmittel, nicht Waschmittel, Weichspüler und grundsätzlich so ein paar Sachen wie Wattepads, bla bla bla, also so ein paar grundlegende Sachen, die ich halt eben nur beim DM gerne kaufe. Also ich mag es gar nicht, zu irgendeinem Supermarkt zu gehen und dort Wattepads oder sowas zu holen, weil die... Ich mag die einfach letzten Endes nicht, deswegen, ja, Kontaktlinsen brauche ich, keine Ahnung, also lauter Kleinigkeiten beim DM. Ich hoffe, dass ich mich zusammenreiße und nicht ausarten werde, weil es momentan beim DM in der Zeit, wo ich jetzt im Urlaub war, echt richtig schöne Sachen rausgekommen sind. Also ich habe zum Beispiel die neuen Sachen von der Bibi noch gar nicht getestet, von Bilou. Gibt es jetzt irgendwelche Schäume? Kennt man ja schon, aber das ist praktisch eine, wie so eine Handseife, also nicht Handseife, sondern wie eine Handlotion ist, so habe ich das jetzt verstanden. Also wie eine Handcreme, aber in Schaumform. Also finde ich voll interessant, das möchte ich unbedingt austesten. Da bin ich schon wieder so voll das Opfer. Ansonsten habe ich eigentlich nicht vor, irgendwie großartig was zu holen, weil ich auch gar keinen... Bedarf ist jetzt dumm gesagt, ich habe eigentlich überhaupt nie einen Bedarf, aber ich habe auch gar nicht so dieses, das ist ganz, ganz komisch. Ich habe gar kein Kaufverlangen mehr, das ist so richtig strange, das hatte ich noch nach gar keinem Urlaub. Oh, mein Tattoo juckt. Ich war ja am ersten Tag nach unserem Urlaub, sind wir ja direkt in ein Zentrum gefahren, um unser Handyvertrag beziehungsweise meinen Vertrag zu verlängern und unser neues Internetvertrag zu machen.
Und ich war in diesem Zentrum und bin dann direkt reingekommen und direkt an Douglas vorbei. Und noch nicht mal Douglas hat mich angelächelt. Das war echt krass. Also ich hab nicht einmal bei irgendeinem Geschäft, und wir sind echt eine Weile durchs Zentrum gelaufen, bis wir den Shop gefunden hatten. Ich hatte bei keinem Geschäft das Verlangen reinzugehen, und das habe ich normalerweise immer. Gerade wenn ich weiß, okay, ich darf gerade nichts kaufen, ich bin knapp bei Kasse und so weiter, nach dem Urlaub logischerweise, habe ich eigentlich immer so dieses im Schaufenster, oh, guck mal dies oder guck mal jenes. Mir ist regelrecht so nicht schlecht geworden, aber ich konnte es einfach nicht sehen. Ich wollte nirgendwo rein. Ich bin einfach so overloaded von den ganzen Malls in Amerika, dass ich auf gar nichts mehr Lust hatte. Okay, das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder fast 2 Wochen her. Naja, 2 Wochen ist jetzt übertrieben. Aber so 1,5 Wochen ist es ja jetzt her, dass wir wieder da sind. Joa, deswegen mal gucken, wie es jetzt sein wird. Ich fahre ja jetzt in ein Zentrum. Ich werde aber trotzdem nichts Großartiges kaufen, alleine weil ich, wie gesagt, schon im Urlaub total ausgerastet bin und ich definitiv kein Geld mehr ausgeben darf. Und wenn ich was finde, dann muss es für Weihnachtsgeschenke sein. Also ich muss ja jetzt langsam mal anfangen, Weihnachtsgeschenke zu holen. Ich habe gestern mir so einen Plan gemacht, von gestern bis zum 24. Dezember. So ein Tagesplan, was ich jeden Tag zu tun habe, im Sinne von, wann ich genau arbeiten muss, wann die Weihnachtsfeiern sind, dann habe ich noch eine Schulung vom Nebenjob, dann was weiß ich. Also es stehen richtig viele Termine die nächsten 2 Monate an, also so übertrieben viele Termine. Und ich habe das so alles tageweise aufgeschrieben und fast bei jedem Tag steht irgendwas drin. Ich muss ja alleine jetzt am Sonntag nach Nürnberg fahren, bin dann dort auf jeden Fall mindestens bis Mittwoch, wahrscheinlich eher bis Donnerstag. Das steht noch nicht so ganz fest. Die Tage sind ja dann auch blockiert im Sinne von, ich bin nicht zu Hause, ich kann zu Hause nichts tun. Zum Beispiel für YouTube und so weiter. Dann bin ich 2,5 Wochen später wieder in Nürnberg zum Arbeiten und für die Weihnachtsfeier. Dann habe ich von meinem Nebenjob noch eine Weihnachtsfeier. Von meinem Nebenjob habe ich, wenn ich jetzt aus Nürnberg zurückkomme, 2 Tage später, sogar an einem scheiß Samstag, eine Schulung, die auch ein bisschen weiter weg ist, wo ich auch hinfahren muss und so weiter. Ja, es ist also auf jeden Fall die nächste, also bis zum 24. Boah. Brechend voll, muss ich echt sagen. Also es ist richtig viel zu tun und ich habe keine Ahnung, echt, wo ich zur Hölle filmen soll. Also das Schneiden und Hochladen und so weiter ist gar nicht so das Problem, weil das mache ich einfach nachts, nachdem ich alle möglichen Arbeitsstellen abgeklappert habe und alles so erledigt habe und. Auch in Nürnberg kann ich mich ja abends hinsetzen und Videos schneiden. Das ist nicht das Thema, das kriege ich irgendwie hin, da habe ich dann einfach wieder Schlafmangel, aber das ist gar kein Thema. Das eigentliche Problem ist das Video drehen. Also dazu habe ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll. Ich kriege auch jetzt momentan so viele Nachrichten, das glaubt ihr gar nicht, wegen den Miami-New York Haul, den ich immer noch nicht gedreht habe. Und wir haben heute den, ich glaube, 22. November und ich bin seit, wie gesagt, 1,5 Wochen wieder zurück. Aber ich arbeite seitdem auch jeden Tag. Also ich hatte dazwischen 1-2 Tage frei gehabt, wo ich dann mal so Sachen gemacht habe wie Essen einkaufen und keine Ahnung. Dann wollte ich ja eigentlich am Wochenende drehen, wo es mich komplett ausgenockt hatte. Da ging ja gar nichts. Da ja, war ich ja tot. Ich meine, ihr habt es ja gesehen. Ja, deswegen, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt am Donnerstag 1 Tag frei, im Sinne von, ich habe meinen Hauptjob und danach frei. Da muss ich aber auch mal echt meine Wohnung unter Kontrolle kriegen. Die sieht momentan aus, wie, als ob eine Bombe eingeschlagen wäre. Ich muss so Sachen machen wie, ich muss meine Nägel machen, ganz, ganz dringend. Ich kann die gar nicht mehr angucken. Also meine Nägel muss ich machen. Ich habe immer noch nicht meine Haare gefärbt, meine Augenbrauen gefärbt. Ich sehe wie ein letzter Penner aus. Echt ganz, 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 ganz schlimm. Das sind so Sachen, die ich auf jeden Fall am Donnerstag machen möchte, weil am Sonntag fahre ich ja nach Nürnberg und da möchte ich auf jeden Fall gepflegt hin. Also da fahre ich auf gar keinen Fall so hin, wie ich jetzt gerade aussehe. Das geht gar nicht. Und das heißt, ich habe nur noch den Samstag und den halben Sonntag, bis ich dann halt nach Nürnberg fahre. Und theoretisch muss ich genau diese 1,5 Tage dazu nutzen, Videos zu drehen. Wenn nicht mal wieder irgendwas anderes dazwischen kommt, weil es kommt immer irgendwas dazwischen. Ja, wenn du die Spur wechseln möchtest, solltest du mich nicht als... Ich bin nicht anwesend.
sehen. Oh Mann. Ich habe beim Autofahren gar keine Angst, dass ich selber einen Autounfall baue, weil ich habe, seitdem ich Auto fahre, zwar schon Unfälle gebaut, aber keins davon war mein eigenes Verschulden. Also ich habe immer Angst, dass irgendjemand anders mir reinkracht, reinfährt oder sowas. Vor allen Dingen auf der Autobahnfahrt, wenn ich immer nach Nürnberg und zurückfahre, weil es einfach so eine lange Strecke ist, habe ich immer Angst, dass mir irgendjemand, dass irgendwas immer passiert. Also ich hatte schon so oft so tricky Situationen, wo ich gedacht habe so, boah, jetzt hast du aber echt Glück gehabt. Gerade so mit LKWs, diese Idioten, wenn die anfangen gerade nachts ihre Überholaktionen zu machen, da könnte ich dir am liebsten abfackeln, ohne Scheiß. Ja. Okay, so, ich parke jetzt mal und dann würde ich sagen, ich melde mich einfach später nochmal kurz bei euch. Oder gleich. So, ich war schon im DM gewesen, große Tüte eingetütet und jetzt bin ich nochmal im Lanunana, weil ich suche hier nach Kerzen für meinen Adventskranz, weil ich glaube, nächste oder übernächste Woche haben wir nämlich schon den ersten Advent und ich muss das langsam mal aufstellen. Ich werde den gleichen nehmen, den ich letztes Jahr hatte, aber ich brauche noch Kerzen. Und so schöne Sachen. Ja, ich will auch gar nichts kaufen. Ich will nur noch irgendwelchen Kerzen. Sowas wie das hier. Ich habe die letztes Jahr nämlich ganz günstig beim 1-Euro-Shop oder so geholt. Und ich hatte dann irgendwann mal 3-4 Kerzen auf einmal ausgepustet und mir ist eiskalt mein Feueralarm angegangen. Weil die so einen Rauch produziert haben, das geht gar nicht. Deswegen kaufe ich jetzt mal relativ anständige Kerzen. Die haben hier auch richtig schönes Zentrum geschmückt. Ja, es war gerade der totale Fail. Die hatten nur weiß und gold, goldene und rote Kerzen. Ja, jetzt muss ich nochmal in anderen Shops gucken, aber das mache ich dann die Tage. Mal gucken. Oder ich gucke gleich mal. Ich fahre jetzt nämlich, denke ich, entweder in den Lidl oder in den Aldi. Ich denke, in den Aldi fahre ich, weil der liegt auf dem Weg. Weil da will ich gerne mein Brot auch holen. Und dann schaue ich mal. Jo, weil. Und auch beim DM gab es auch gerade keine. Beziehungsweise keine in weiß. Da gab es nur solche silbernen. Und mein Kranz ist schon sehr silber. Hier wird man schon wieder so bescheuert angeguckt, wenn man mit der Kamera spricht. Das ist echt krass. Also da vermisse ich Amerika auf jeden Fall. Weil da ging es ja ohne Probleme. Da hat man mit der Kamera gequatscht und keiner hat ihm hinterher geguckt. Und jetzt ist es so, die gucken einen sowieso schon komisch an. Und dann ist es noch so, dass einen ja richtig so hinterher geguckt wird. Was ist das denn? Und überhaupt, die redet da mit sich selber. Ja, ich rede mit einer Kamera. Herzlichen Glückwunsch, liebe Leute. Ganz, 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 ganz schlimm. Ich vermisse Amerika. Oh, warte, ich bin hier bei Lacoste. Ich muss hier raus. Ich merke mir nämlich immer, wo ich rausgekommen bin, gegenüber den Laden praktisch. Und ich weiß, dass ich hier bei Lacoste, als ich rausgegangen bin, da schon Lacoste gesehen hatte. Oh, ich hasse es. Ich würde ja so gerne viel mehr in der Öffentlichkeit sozusagen vloggen, wenn ich wirklich in Geschäften bin und so weiter. Aber das erste Problem in Deutschland ist, dass man in ganz vielen Geschäften nicht filmen darf. In ganz, ganz vielen wird man darauf angesprochen. Und zweitens wird man halt ständig von den Leuten blöd angeguckt, als ob es irgendeine Krankheit wäre. Also es ist richtig nervig. Ja. Parken D2 bis 4. War das richtig? Ja. Ich finde das so doof, dass es nicht einfach heißt, erste, zweite, dritte, vierte Stock und fertig. Das ist dann hier, weil es einfach so groß und so weitläufig ist, machen die dann verschiedene Parkdecks. Die haben dann nochmal verschiedene Unterteilungen mit Buchstaben und nochmal verschiedene Unterteilungen mit Nummern. Die kommen überhaupt nicht durcheinander. Nein. Aber ich sehe mein Auto. Alles gut. So, bis später.